Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 25. Oktober 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 723 und heute sind die folgenden Themen mit dabei. iPhone 11, Studios, Apple Pay und Fire TV sind wenige Themen und sehr Apple-lastige Themen heute. Mal auch was anderes und Neues. Und beginnen wir gleich mit dem iPhone 11 und dem iPhone 11 Pro. Die beiden neuen Smartphones sind ja, wie so viele andere Smartphones auf dem Markt, wasserdicht. Je nach Modell unterschiedlich tief, also dürfen sie unterschiedlich tief gehen und beide dürfen jeweils 30 Minuten in einer gewissen Tiefe verweilen und dann ist es genug für sie. Und da wollte man schauen, wie weit man da gehen kann. Mithilfe eines kleinen Roboters, der schwimmen kann, hat man die Smartphones zuerst auf 4 Meter runtergebracht. Übrigens, 2 Meter ist die maximale Tiefe, die das Pro-Modell vertragen kann. Dann ist man auf 8 Meter runtergegangen und dann auf 12 Meter runter. Jeweils hat man das zwischenzeitlich wieder hochgenommen, angeschaut und geschaut, was für Probleme gegeben hat oder ob alles funktioniert hat. Erstaunlicherweise war bis auf ein bisschen Feuchtigkeit, was den Lautsprecher durcheinander gebracht hat und leicht dumpfer klingt, anschließend kein Schaden davon genommen. Jeweils lag das Smartphone für eine ganze halbe Stunde da unten. Schon eindrücklich, wenn man bedenkt, was solche Telefone heutzutage aushalten können. Wer sich das genauer anschauen möchte, das Video dazu in den Shownotes verlinkt. Ja, dann geht's über zu Apple TV, der Dienst, der ja schon in 5, in 6 Tagen starten wird. Da hat Apple jetzt wurde durchgesickert, dass Apple an diversen Studios interessiert war. Bevor man sich einzelne Talente eingekauft hat, wollte man den größeren Weg und den einfachen Weg machen und sich da gewisse Studios einkaufen. Das zumindest sagt das Wirtschaftsblatt Bloomberg. Dazu gehörten zum Beispiel Sony Pictures und Paramount, also doch nicht ganz so kleine Namen. Die Gerüchte dazu gibt es ja schon länger, jetzt eben wie gesagt durch Bloomberg bestätigt. Auch wollte man verschiedene kleine Indie-Geschichten sich aufkaufen. Und da gab es einige, die knapp davor waren, das auch zu tun. Weiter geht's mit dem Thema Apple Pay. Und das ist mittlerweile die meistgenutzte mobile Payment-Lösung aus den Staaten oder in den Staaten, besser gesagt. Bis anhin war immer Starbucks die Mobile-App, die beliebteste Bezahlmöglichkeit, über die man eben, ja, zum Beispiel halt in so einem Starbucks bezahlen konnte. Das hat sich jetzt nun gewendet. Mit fast 30% nutzen die US-Amerikaner sehr, sehr stark Apple Pay. Da habe ich vor kurzem aktuelle Zahlen zu der Schweiz erfahren. Da ist, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, irgendwas um die 23% mit Twint, die anscheinend nutzen. Und bei Apple Pay und Google Pay und ähnlichen Lösungen sind wir dann da doch ein bisschen drunter. Aber auch auf einem guten Weg. Weiter und zum Schluss geht's noch um Apple TV zu schauen. Also die Apple TV Plus App. Braucht man ein Gerät, sei es ein Apple TV oder einen kompatiblen Fernseher, der das jetzt als Programm drauf hat. Und neu ist auch das Update ausgerollt worden für die Amazon Fire TV und die Fire TV Sticks sowie den Fire TV Cube. Sofern es das der 4K-Modell ist und der TV-Stick der zweiten Generation, bekommt man jetzt ein Update ausgespielt und kann ab November dann die ganzen Contents davon abrufen. Wenn es genauer interessiert, die Links zu den News sind wie immer in den Shownotes mit drin. Lest euch ein, klickt euch durch und ja, ich würde sagen, wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder. Nein, nicht ganz, denn morgen ist Wochenende. Ich wünsche euch einen schönen Freitag, genießt ihn und logischerweise auch dann das Wochenende, so gut ihr könnt. In diesem Sinne, euer Pogipsi, bis bald, tschüss. Hört mehr Geek Talk.